Über das Wochenende haben sich die bestätigten Corona-Fälle in Deutschland etwa verdreifacht. Die Verunsicherung in der Bevölkerung ist spürbar, auch weil sich die Gefährlichkeit des Virus noch nicht einschätzen lässt. Ist Deutschland gut aufgestellt im Kampf gegen das Virus? Wie belastbar ist unser Gesundheitssystem? Darüber spreche ich jetzt mit meinen Gästen. Herzlich willkommen zu Unter den Linden, heute zum Thema Coronavirus in Deutschland. Ich freue mich sehr auf meine Gäste. Bei uns ist Professor Alexander Kekulé, er ist Virologe an der Universität in Halle. Und bei uns ist Professor Karl Lauterbach, er ist SPD-Politiker und Gesundheitswissenschaftler. Ja, schön, dass Sie dabei sind. Heute hat ja Gesundheitsminister Jens Spahn zusammen mit Experten, unter anderem des Robert-Koch-Instituts, über die aktuelle Lage zum Coronavirus in Deutschland informiert. Und das Risiko für uns alle ist auf mäßig hochgestuft worden. Jetzt schauen wir doch mal, was der Minister allgemein heute zur Situation gesagt hat. Seit Wochen überschlagen sich die Meldungen über das neue Coronavirus. Immer mehr Menschen erkranken auf der Welt, in Europa und auch hier bei uns in Deutschland. Und das Virus kommt auch eben bei uns oder ist angekommen in Europa und in Deutschland. Ich habe letzte Woche gesagt, wir sind am Beginn einer Pandemie offensichtlich weltweit, aber eben damit auch einer Epidemie hier bei uns in Deutschland. Das macht vielen Bürgerinnen und Bürgern Angst und Sorge und das kann ich gut verstehen. Denn im Gegensatz zu anderen Erkrankungen haben wir alle, hat die Bevölkerung, die Bürgerinnen und Bürger mit dieser neuen Atemwegserkrankung aus China keine Erfahrung. Wir kennen sie nicht. Die Bürgerinnen und Bürger kennen nur die Nachricht, dass das Virus immer näher kommt. Sie kennen die Bilder von Menschen in China in Schutzanzügen. Sie hören und lesen widersprüchliche Warnungen von teilweise jedenfalls zweifelhaften Experten. Das verunsichert. Und genau deshalb sind wir heute hier. Genau, und deshalb sind wir auch heute hier und wollen darüber sprechen. Herr Kekulé, sichtbar waren ja die Experten heute darum bemüht, so ein wenig der Hysterie entgegenzuwirken. Wie gehen Sie ganz persönlich eigentlich damit um, auf der einen Seite aufzuklären, aber auf der anderen Seite auch keine Panik in der Bevölkerung schüren zu wollen? Für mich ist es ein vorhersehbares Ereignis soweit gewesen. Ich hatte ja schon im Januar angekündigt, dass das zu uns kommen wird. Und für mich selber ist es deshalb kein Grund, sich aufzuregen. Wir haben es mit einem Erreger zu tun, der so ähnlich wie die Grippe, aber nicht ganz so stark leicht so übertragbar wie die Grippe ist. Und der den Nachteil hat, dass er tatsächlich gefährlicher als die Grippe ist. Das muss man an der Stelle betonen. Ich glaube aber trotzdem, dass wir, wenn wir das Richtige tun, auch jetzt noch in Deutschland die Chance haben, das zu bekämpfen. Drum sehe ich das eigentlich bisher gelassen. Okay, wie wir das Richtige tun, darüber sprechen wir im Laufe der Sendung, Herr Lauterbach. Sie sind ja Politiker und Epidemiologe, das heißt, können uns in beiden Fragen helfen. Am Freitag gab es 53 bestätigte Fälle, übers Wochenende hat sich das Ganze verdreifacht. Wie ist denn dieser Anstieg aus Ihrer Sicht zu bewerten? Der ist zu erwarten, weil also von dem, was wir bisher wissen, also wir haben ja auf der Grundlage der Daten also keine richtige, gute Erkenntnis, aber man erwartet, also sage ich mal, dass sich in einer Generation der Übertragung, das sind in der Regel so 4-5 Tage, so schnell geht das, die Zahl also verdoppelt, wenn die Übertragungsrate 2 ist für jeden Infizierten. Das ist ungefähr jetzt die Übertragungsrate, über den Daumen gepeilt. Das weiß man nicht ganz genau, aber somit würde man erwarten, dass sich das tatsächlich in 4 Tagen verdoppelt. Genau das sehen wir. Und also wenn man es so hochrechnet, dann kommt man so ähnlich also auf Zahlen, wie man sie, wenn man zurückrechnet, in China gesehen hat oder in Italien auch gesehen hat. Somit ist, also genau wie Herr Kekulé sagt, ist keine Überraschung. Und ich habe ja auch im Januar eher mehr oder weniger das Gleiche gesagt. In einer also Einschätzung, also soll ja hier kein Expertenstreit oder was auch immer sein, bin ich ein bisschen anderer Meinung. Und zwar, ich glaube, dass die Ansteckungsgefahr bei Corona mindestens so ist wie bei der Grippe, also nicht geringer. Weil wenn ich jetzt bei der normalen Grippe hochrechne, dann erwische ich immer 1,3 neue Fälle für jeden, der schon infiziert ist. Und bei Corona
glauben viele Experten, auch also an der Harvard-Universität, wo ich gerade gewesen bin, ich bin ab dann der Gastprofessur und bin eine Woche da gewesen, die glauben, das könnte hochgehen auf bis zu 2,3 oder so etwas. Aber selbst wenn es nicht ganz so hoch ist, ist es so, dass, sagen wir mal, ich das also sehr gefährlich finde, was jetzt passiert. Ich würde das Virus ungefähr so wie folgt beschreiben. Das ist etwas ansteckender als die Grippe, aber deutlich gefährlicher. So würde ich es ungefähr über den Daumen gepeilt sehen. Also wir haben schon Grund, hier alles zu tun, um das zu beherrschen. Mhm. Müssten dann nicht eigentlich noch mehr Menschen in der Bevölkerung getestet werden? Ist es nicht vielleicht so, dass wir dann Menschen mit grippeähnlichen Symptomen direkt testen müssen? Das ist ja ein Vorschlag, den ich vor über 3 Wochen gemacht habe, leider bis dahin ohne Erfolg. Warum ohne Erfolg? Das müssen Sie die Kollegen am Robert-Koch-Institut und im Gesundheitsministerium fragen. Aber ich hatte vorgeschlagen, dass wir jeden, und dränge nach wie vor darauf, dass wir jeden, der schwere grippeartige Symptome zeigt, natürlich nicht jeden, der ein bisschen hustet, sondern jeden, der schwere Symptome zeigt, immer parallel auch auf Coronavirus testen. Weil wir dadurch in der Lage sind, kleine Infektionsketten, die da auftreten am Anfang, so frühzeitig zu erkennen, dass wir diese Ketten durch Isolierung, durch Quarantäne, durch Nachverfolgung mit unseren Gesundheitsbehörden tatsächlich wieder einfangen können, bevor es einen flächenartigen Ausbruch gibt. Es ist in Berlin heute der erste Fall aufgetreten, der bestätigt wurde. Natürlich heißt es nicht, dass es der erste Fall ist. Und dieser Fall ist, zumindest habe ich das jetzt so berichtet bekommen, so entdeckt worden, dass man tatsächlich an der Klinik, wo der gekommen ist, das gemacht hat, was ich seit Wochen empfehle, was nicht vom Robert-Koch-Institut empfohlen wurde, nämlich man hat den parallel, obwohl er Grippesymptome hat, einfach mal so auf Coronavirus getestet. Und der war positiv, sodass man hier eine Infektionskette, weil die Berliner Behörden da sehr gut waren, tatsächlich gefunden hat. Das ist natürlich eine Nadel im Heuhaufen. Ich fürchte, das sind noch ein paar mehr. Wie schätzen Sie das ein, Herr Lauterbach? Ja, schätze ich genauso ein. Also das ist tatsächlich so. Hier gibt es 2 Gründe, das zu tun. Zum einen, also man kann tatsächlich die normale Grippe und Corona gleichzeitig haben. Das ist eine sehr hohe Sterblichkeit. Also das also hat ist sehr also das richtig gefährlich und das kann, heißt, dann sollte man sich jetzt noch gegen Grippe impfen lassen, oder? Ja, also gegen Grippe impfen lassen ist immer noch sinnvoll, selbstverständlich. Mhm. Aber ich sage mal, also Herr Kekulé hatte hier auf das Doppeltesten abgehoben und das halte ich für sinnvoll. Ich halte es für sinnvoll, weil es sinnvoll ist, sowohl wenn ich die Grippe bestätigt bekomme, als auch also wenn ich sozusagen nur den Verdacht habe. Ich würde beides testen bei begründetem Grippeverdacht. Würde ich immer beides testen. So hatte ich Ihren Vorschlag verstanden, wenn ich das richtig sehe. Aber warum passiert das denn dann nicht? Man muss ja nach vorne blicken in dem Sinne. Aber ich würde grundsätzlich jetzt bei Grippeverdacht, würde ich immer die Doppeltestung empfehlen. Das sage ich also in Zustimmung, also, und zwar aus 2 Gründen hat. Man kann beides haben. Das ist dann richtig gefährlich. Ne? Das ist gar keine Frage. Und man könnte zum Beispiel eine ganze Zeit lang schon eine, sagen wir, subklinische Corona-Infektion haben, also dass man noch keine Symptome hat, hat man aber schon länger. Dann ist man aber für die Grippe sogar anfälliger. Und wenn man dann beides bekommt, hat man eine hohe Sterblichkeit. Von daher würde ich aus dem Grunde schon machen. Und ich, ist selten, aber ist dann sehr gefährlich. Und zum Zweiten, also wenn ich das eine teste, ist auch der Verdacht ganz grundsätzlich für das andere da. Von daher würde ich das immer kombiniert machen. Da stimme ich Ihnen sogar zu. Das heißt, Sie würden der Bevölkerung raten, darauf zu drängen, wenn man jetzt richtige Grippesymptome, also nicht bei einem kleinen Schnupfen, sondern bei wirklich richtig dezidierten Grippesymptomen darauf zu drängen, einen Test zu machen? Ich würde es gar nicht an die Bevölkerung geben, sondern es würde ja reichen, wenn die Ärzte das wissen. Ja. Weil für mich ist es so, wissen Sie, bei diesem Coronavirus, ich sehe das natürlich sehr nüchtern epidemiologisch, ja, da ist es so, wir haben ungefähr 1 von 10, der so schwer krank ist, dass er ins Krankenhaus muss. 80% haben eigentlich gar keine schlimmen Symptome, das kann man nicht oft genug betonen. Aber 1 von 10 muss wirklich ins Krankenhaus und vielleicht 1 von 20 dann intensivmedizinisch behandelt werden. Wenn Sie jeden überhaupt nur, der ins Krankenhaus muss, wirklich konsequent dann testen würden, dann würden Sie statistisch schon beim 10. Patienten mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Infektionskette feststellen.
Und 10, das ist etwas, damit können unsere Gesundheitsbehörden in Deutschland umgehen. Im Iran mag das ein Problem sein, wir kriegen das hin. Wir kriegen es aber nicht hin, wenn wir 200 haben. Also 200 nachzuverfolgen, ist fast unmöglich. Und darum sage ich, das Münchner Beispiel, wo in einem Autozulieferer diese Infektionskette komplett identifiziert und durch Quarantäne und Isolation beendet wurde, das zeigt uns doch eigentlich, wenn wir ganz früh die Fälle erkennen, dann können wir das machen, was die Epidemiologen Stamping Out nennen. Also das Austreten wie eine glimmende Zigarette, bevor sie den Waldbrand verursacht. München hat gezeigt, dass wir das können. Und darum müssen wir diese einzelnen Infektionsketten ganz früh identifizieren und deshalb diese Tests machen. Das stimmt, also dem stimme ich auch zu. Also es geht ja jetzt nur darum, Zeit zu gewinnen. Mehr ist ja nicht drin, weil tatsächlich wird, von allem, was wir wissen, wird sich über die nächsten 2 Jahre ein großer Teil der Bevölkerung infizieren. Also es geht nur darum, Zeit zu gewinnen. Man muss Zeit gewinnen, bis die Grippesaison abgeklungen ist, dass ich da, sagen wir, eine Doppelbelastung des Systems habe oder keine Doppelinfizierten. Und das wird auch im Sommer also nicht ausschleichen komplett, sondern es wird weitergehen, kommt dann hart zurück. Es wird im Sommer weitergehen? Es wird weitergehen, ganz klar. Es wird nicht mehr so viele Fälle geben, aber wir, also jetzt sagen wir, jetzt spreche ich als Politiker, sondern als Wissenschaftler, dass es im Sommer weg ist in dem Sinne. Aber ist jetzt vorbei, der Albtraum ist vorbei, das ist ausgeschlossen. Und das geht im Sommer weiter, sind aber dann weniger Fälle und das kommt dann relativ hart zurück im nächsten Herbst. Aber ein Großteil der Bevölkerung wird gar nicht spüren, dass sie tatsächlich infiziert worden sind, oder? Jeder Zehnte, ja. Also es wird also jeden Zehnten, also bei jedem Zehnten ist es ausgeschlossen, dass er es nicht bemerkt, weil er hat so starke Luftnot, dass er, und bei den älteren Menschen ist die Quote viel höher. Also von daher, also ist es auch nicht denkbar, es wird nicht so sein, dass wir im Sommer keine Fälle mehr mitbekommen, sondern das wird so sein. Aber mir geht es um einen anderen Punkt. Also das jetzt früh, sage ich ja mal, so einzudämmen, dass ich Zeit gewinne und über diese Saison noch mal gut wegkomme, um viel in die nächste Saison zu schieben, wo wir dann auch wieder besser vorbereitet sind, wo wir dann möglicherweise auch schon näher an einer Impfung sind. Wir werden dann auch noch keine Impfung haben, aber wir sind dann wahrscheinlich näher dran. Das ist sehr wertvoll. Und daher würde ich jetzt auch die Verdachtsfälle ausgesprochen aggressiv verfolgen. Weil jede Kleinepidemie, die ich verhindere, ne, wie zum Beispiel, wenn es jetzt gelungen wäre, Heinsberg zu verhindern, das macht viel Unterschied, das macht viel aus und das Ganze geht ja exponentiell. Das also wächst sozusagen, also einfach ausgedrückt 2, 4, 8, 16, 32, zack, geht so hoch in dem Sinne. Ist das der Grund, warum Sie jetzt die Absage von Großveranstaltungen gefordert haben? Jetzt anders ja als Gesundheitsminister Spahn, der sagt, das muss auf kommunaler Ebene Fall zu Fall entschieden werden. Ich bin jetzt nicht hier als Spahn-Kritiker oder so, das können Sie. Aber in der Summe ist es so, also bei Großveranstaltungen wäre ich im Moment besonders vorsichtig, wenn es, sagen wir, internationale Gäste betrifft. Das ist klar, dann habe ich keinen Pack an. Das hat 2, 3 Nachteile. Also Messen beispielsweise. Messen und so etwas, da wäre ich relativ klar dabei. Oder heute zum Beispiel hat der Spiegel seine Hauptstadtparty abgesagt. Das fand ich großartig. Ein gutes Zeichen, das ist genau richtig so eine clevere Sache gewesen. Absolut richtig, was soll man da feiern, weil die Lage sich so entwickelt. Und also ich würde bei Großveranstaltungen versuchen, zu mehr Absagen zu kommen, weil damit geht uns nichts verloren. Wir kriegen die Sache aber jetzt so ein bisschen besser in den Griff. Und das wird uns Zeit kaufen, um aus der Saison rauszukommen, wo das richtig riskant ist wegen der Witterung, wegen der noch laufenden Grippeepidemie und auch der Aufbau von Ressourcen, also dass wir es besser dann in den Griff bekommen. Also dass man, wir sind ja noch nicht in einer Pandemie, sonst hätten wir ganz andere Pläne. Also wir sind in einer Epidemie, wir sind nicht in der Pandemie. Aber wenn wir in eine Pandemie kommen, dann sind ja ganz andere Maßnahmen notwendig. Und das muss man vorbereiten können. Und da Zeit zu gewinnen, ist ganz toll. Aber würden Sie sagen, es ist schon der richtige Weg, dass es von Fall zu Fall auf kommunaler Ebene entschieden wird? Oder gibt es da... Also man könnte es auch sich so vorstellen. Also man könnte sich vorstellen, dass den Kommunen, die ja rechtlich, also wenn es keine Pandemie ist, sind die rechtlich dazu in der Lage und sind auch zuständig. Bei einer Pandemie gelten ganz andere Regeln, gelten andere Gesetze. Daher ist der Unterschied zwischen Epidemie und Pandemie, das klingt da sehr ähnlich. Der Unterschied ist aber groß, ein großer Unterschied, was die Zuständigkeiten angeht. Wenn eine Pandemie da ist, dann hat der Bund Durchgriffsrechte, die, also das würden Sie als drakonisch bezeichnen oder was. Aber die sind dann da, die sind jetzt nicht da. Jetzt kann ich aber auf die Kommunen zugehen und kann den Kommunen sagen, pass mal auf, Freunde, wenn wir eine Pandemie hier verhindern wollen, wo ihr ja das größte Interesse dran haben müsst, dann lasst es uns doch so machen. Das wäre eine denkbare Sache.
Also ich kann noch ergänzen, dass mir das überhaupt nicht ausreicht, was da beschlossen wurde vom Krisenstab. Die Empfehlung ist ja so, auf die Sie angesprochen haben, dass die Kommunen gemeinsam mit den Veranstaltern von Fall zu Fall überlegen sollen, ob eine Veranstaltung abgesagt wird oder nicht. Meines Erachtens sind die damit völlig überfordert. Selbst Fachleute, wenn sie es gut meinen, brauchen relativ lange, um überhaupt einen Konsens zu finden. Und die Empfehlung aus Berlin ist ja jetzt die gewesen, dass die Kommunen überlegen sollen, wie viele ausländische Gäste kommen. Und wie eng kommen sich die Gäste? Und dann wurde als Beispiel genannt, eine Tanzveranstaltung sei zum Beispiel gefährlich. Da muss ich jetzt sagen, als jemand, der in München lebt, wenn Sie mal im Stadion waren und der FC Bayern da spielt, dann ist das, was Sie in der Ultrakurve sehen, auch sowas Ähnliches wie eine Tanzveranstaltung. Die fallen sich bei jedem Tor so um die Arme gegenseitig, kommen auch schon gut belustigt hin zu dem Stadion. Sie können, das ist das Wesen der Großveranstaltung, Sie können weder sagen, wie die Gäste sich verhalten vorher, noch wer kommt. Und dann zu sagen, na, entscheidet es mal von Fall zu Fall, das ist leider wieder so ein Fall, wo man das dann auf diejenigen abwälzt, die damit überfordert sind, die kommunalen Gesundheitsbehörden, die sowieso kaum Personal haben. Und ich meine, da hätte ganz klar die Ansage von oben kommen müssen, Großveranstaltungen werden abgesagt. Und ich bin ja sogar der Meinung, dass man darüber nachdenken muss, ob man für eine Zeit jetzt, wo wir nicht wissen, was im Land los ist, Kindergärten schließt, Kitas schließt und auch die Schulen eine Weile zumacht, um ein Bild von dem aktuellen Zustand zu bekommen. Das heißt, und die Fälle, die im Land sind. Würden Sie jetzt solche, das sind ja schon drastische Maßnahmen, ja. Wo würden Sie sowas jetzt in Erwägung ziehen? Ich nenne das Corona-Ferien. Ja. Wir hatten die Situation. Aber flächendeckend jetzt in Deutschland? Wir hatten ja die Situation, sehen Sie mal so, wir hatten jetzt eine Woche lang in vielen Bundesländern, meine ich, diese Faschingsferien oder Skiferien. Ich weiß nicht, ob die bundesweit waren. Und jetzt kommen zum Beispiel in Bayern, wo meine Kinder in den Kindergarten und die Schule gehen, kommen jetzt Zehntausende von Urlaubern aus Norditalien vom Skifahren zurück, aus einem angrenzenden Risikogebiet. Die lässt man jetzt erstmal alle schön in die Schule gehen und schaut zu, ob sich da was entwickelt oder nicht. Ich hätte mir als Epidemiologe, ich bin ja nicht jemand, der politisch oder wirtschaftlich denken muss, ich hätte als Epidemiologe gesagt, nee, wir lassen die Schulen jetzt mal zwei Wochen zu und schauen mal bei denen, die zurückkommen, wer krank wird. Es gibt und ja die, schon den Hinweis, dass wenn man aus dem Risikogebiet jetzt kommt, dass man zu Hause bleiben soll. Würden Sie es wirklich für erforderlich halten, Kitas und Schulen zu schließen? Es ist natürlich so, wenn Sie einen Arzt fragen, kriegen Sie eine Medizin verschrieben. Ja? Und hier aus ärztlicher Sicht ist es so, das wäre das richtige Mittel. Aber ich sage auch dazu, ich bin ganz glücklich, dass ich kein Politiker bin, der Verantwortung tragen muss, der natürlich auch zum Beispiel die wirtschaftlichen Aspekte mit berücksichtigen muss. Das muss man sich dann überlegen, was ist wirtschaftlich schlimmer. Ich sage aber, der Kollateralschaden einer solchen Pandemie, da sind wir definitorisch wahrscheinlich schon drin ist, die Frage, wann die WHO das erklärt. Der Kollateralschaden einer solchen Situation ist natürlich enorm, wenn Sie jetzt dran denken, dass Reisen abgesagt werden, dass die Verunsicherung der Bevölkerung da ist, dass Leute Hamsterkäufe machen und Ähnliches. Da sind wir schon in einer Situation, wo man perspektivisch sich fragen muss, ist es schlimmer, wenn ich jetzt für 14 Tage lang so eine Art Pause, so eine Art Sicherheitspolster einbaue? Oder ist es schlimmer, wenn ich die Sache weiterlaufen lasse und dann möglicherweise in einem Monat einen Zustand hat, der auch unsere Kliniken überfordert? Ja, das ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Das würde mich jetzt mal interessieren, wie Sie das als Politiker einschätzen. Also ich hatte vor, ich glaube vor einer Woche oder so, hatte ich getwittert, was auch viele Journalisten gesehen haben, dass ich jetzt einen Schwerpunkt darauf setzen würde, das war auch eine Empfehlung quasi, Kinder zu testen. Weil wir wissen wenig über Kinder. Also wir wissen, dass Kinder nicht schwer erkranken. Gott sei Dank. Es ist also toll, dass die Kinder, sagen wir. Aber wir wissen nicht, wie viele Kinder infiziert sind. Und wir wissen auch nicht gut, wie stark, sagen wir, Kinder verbreiten. Meine Vermutung wäre folgendes. Da würde mich auch Ihre Meinung interessieren. Ich glaube, dass Kinder sozusagen sehr wenig Symptome entwickeln, aber stark verbreiten, einfach ausgedrückt. Das wäre meine Vermutung, wieder als Wissenschaftler gesprochen, nicht als Politiker. Was mache ich daraus? Ich hätte daher, um die Frage beantworten zu können, mache ich die Schulen jetzt erstmal dicht, Corona-Ferien, um was zu verhindern. Hätte ich in der letzten Woche, wo die Ferien waren, Karnevalferien, Skiferien und so weiter und so fort, hätte ich viel getestet. Um ein Bild zu bekommen, wie viele Kinder sind hier infiziert. Wissen also Sie, ohne Anlass Kinder, die symptomfrei testen. Genau, ganz genau. Ich hätte, genauso wie Sie es gerade sagen, ich hätte symptomfreie Kinder sozusagen
einer Stichprobe unterzogen. Und zwar hätte ich das so ausgerechnet, dass ich kann aus der, sagen wir, der Art und Weise, wie ich so eine Stichprobe auswähle, wo ich die Kinder finde, wie viele ich habe, kann ich dann mit einer bestimmten Statistik, kann ich genau ausrechnen, wie hoch ist wahrscheinlich der Prozentsatz der Kinder, die es haben, in welcher Altersgruppe. Ich muss es genau wissen. Ich muss die Kinder gut verteilen. Ich muss sozusagen das Alter mir genau überlegen. Ich muss also sagen mal Einschluss sozusagen genau aus, also ausgeben, wie die Kinder, also welche Kinder es sind. Und dann kann ich davon hochrechnen, wie viele Kinder habe ich. Und davon hätte ich das abhängig gemacht. Da aber haben Sie nicht die Sorge, dass das bei Eltern so ankommt, also, dass es vielleicht eher Panik ausbricht? Nein, wenn ich den Eltern gegenüber, ich habe selbst eine 13-jährige Tochter und so, wenn den Eltern jetzt mitgeteilt wird, wir machen hier eine Vorsichtsmaßnahme und schauen mal in einer Studie, die für uns alle wichtig ist, wie also ist die Immunität der Kinder und wie viele Kinder haben. Wir müssen überlegen, das ist ja ein Rachenabstrich. Ich nehme ja hier nicht groß, also die Kinder werden ja nicht verletzt oder so, sondern das ist ja ein Rachenabstrich, der ein bisschen vorsichtiger gemacht wird. Den Kindern passiert ja nichts. Und daher, also und dann hätten wir jetzt eine gute Idee davon, also wie viele Kinder kommen denn jetzt zurück, die eine Infektion haben. Ich vermute, weil ich ein Optimist bin, dass es nicht so viele Kinder sind, die betroffen sind. Dann, daher bin ich also da ein bisschen anderer Meinung. Ich würde also daher die Schulen noch nicht schließen, aber ich würde mich, um ganz ehrlich zu sein, das hatte ich auch vor einer Woche schon also, oder so getwittert, ich hätte in der letzten Woche, bevor die Kinder zurückkommen, hätte ich mir ein Bild davon gemacht, wie viele Kinder sind positiv. Verstehen das haben wir jetzt aber nicht gemacht, Herr Lauterbach. Und es ist natürlich so, ich kann noch eins ergänzen. Es ist so, dass wir wissen, dass bei allen Atemwegserkrankungen, die so ähnlich übertragen werden wie das Coronavirus, also auch so ähnlich wie die Grippe. Bei all diesen Erkrankungen ist es immer und überall auf der Welt so, dass Kindertagesstätten wie ein Durchlauferhitzer sind, weil die Kinder sich einfach viel näher kommen. Wir wissen auch, dass bei diesen letztlich durch Tröpfcheninfektionen übertragenen Erkrankungen ein Großteil dann doch über Schmierinfektionen, also über unmittelbare Kontakte stattfindet. Und wir wissen, dass generell sowohl bei der Influenza als auch bei anderen Coronaviren die Kindergärten immer das Problem sind. Darum steht in allen Pandemieplänen, die wir seit Jahrzehnten gemacht haben, da steht drinnen, als erstes, wenn du den Eindruck hast, es kommt eine Pandemie, mach die Kindergärten und zumindest die Grundschulen zu, weil sie können Erwachsenen irgendwie sagen, huste in den Ellbogen und gib dir nicht mehr die Hand. Zumindest die Kanzlerin hat das scheinbar verstanden. Aber sie können das kleinen Kindern nicht sagen. Und deshalb ist es eine ganz wichtige Maßnahme meines Erachtens, nicht sozusagen zu warten, bis da was passiert und dann entspannt hinterher die epidemiologische Auswertung zu machen, sondern ich bin da zwar auch solchen Epidemiologe, aber mich interessiert jetzt eigentlich mehr der Bevölkerungsschutz an erster Stelle. Aber wahrscheinlich ist die Frage auch, wie lange macht man dann so einen Kindergarten zu? Weil 14 Tage, genau 14 Tage, weil das die längste Inkubationszeit ist. Und nach 14 Tagen, wenn Sie in der Zeit aggressiv testen, haben Sie nach 14 Tagen genau das Bild, was Sie jetzt eingefordert haben. Also genau, es gibt die zwei Möglichkeiten. Ich mache dicht und teste in dieser Zeit oder ich teste vorher. Ich hätte vorher getestet, einfach ausgedrückt. Dann müssen Sie jetzt eigentlich dafür sein, da das nicht stattgefunden hat, dass Sie die andere Variante machen. Das ist aber lange Rede, kurzer Sinn. Also die Tatsache, dass wir jetzt nicht genau wissen, wie viele Kinder infiziert sind, ist nicht vorteilhaft, um es so auszudrücken. Und bei den Kindern, da ist es auch so wichtig, dass man unterscheidet zwischen einer Epidemie und einer Pandemie. Weil wenn die Pandemie erklärt wird, was ja jetzt noch nicht so weit ist, aber was passieren kann, dann sind natürlich die Kindertagesstätten zu. Ja, das ist dann das Erste, was passiert. Aber ich glaube, dass man es immer noch machen kann. Also ich glaube, dass man immer noch Kinder jetzt, weil man braucht dafür nicht so viel Zeit. Ich hatte selbst mal ausgerechnet, wie viele Kinder man ungefähr braucht und so. Und das also ist zu bewerten. Das können wir in wenigen Tagen könnten wir das also bewerkstelligen. Aber es ist natürlich schon so, dass wir die Situation haben, dass ja bislang die Hauptlast bei den Hausärzten liegt und es erst jetzt im Kreis Heinsberg diese zentrale Anlaufstelle gibt. Ist das so, dass man sagen muss, das Gesundheitssystem kommt so ein bisschen an die Grenzen? Noch nicht, nein. Wir sind weit weg von der Grenze. Da darf man auch keine, sage ich mal, Panik verbreiten. Nee. Mein Lieblingssatz ist ja immer, es gibt keinen Grund zur Panik, weil die Panik immer grundlos ist. Ja. Aber es ist so, in dem Fall ist es wirklich so, man darf da nicht mehr Angst machen. Unser System ist noch lange nicht an der Grenze mit den paar Fällen. Aber das Wesen einer exponentiellen Kurve ist eben, dass sie sich sehr
schnell verdoppelt. Und da ist eben absehbar rein mathematisch, dass relativ schnell die Grenze erreicht sein könnte. Wie wir das in China gesehen haben, wie wir es inzwischen auch in Norditalien sehen zum Beispiel. Die sind auch nicht so viel schlechter vom Gesundheitssystem. Ich meine, dass die Hausärzte, und das, da geht es dann sozusagen ins Detail, der Teufel steckt hier wirklich im Detail. Es wird von der Politik gesagt, wir sind gut vorbereitet. Ja, im Prinzip ja, besser als das Ausland auch. Aber jetzt gehen Sie mal ganz konkret von der Situation aus, dass jemand hustet und beim Hausarzt getestet werden soll. Der Hausarzt hat natürlich, weil er ja die letzten Wochen immer gedacht hat, das ist eine harmlose Erkrankung, so wurde es gesagt, harmloser als die Grippe. Der Hausarzt hat sich jetzt nicht irgendwie massenweise Schutzmasken in den Keller gelegt. Und die Schutzmasken, die dafür speziell geeignet sind, wurden in den letzten Wochen nach China verkauft, weil hier in Deutschland keiner hier gerufen hat. Jetzt sind diese Masken weg. Was soll also der Hausarzt machen? Er kann sich irgendwie so einen einfachen OP-Schutz umsetzen. Er kann einen Rachenabstrich machen und einschicken. Von der Sekunde an ist er selber Risikoperson. Wenn er das gemacht hat, muss er sich selber 14 Tage in Quarantäne setzen nach den geltenden Gesetzen und seine ganze halbe Praxis auch noch mit. Dann haben Sie also einen Hausarzt weniger nach dem Tag. Was würden Sie raten? Das ist eine Situation, die man in Berlin, habe ich jetzt so verstanden, seit heute erkannt hat. Und deshalb wird nach meiner Information jetzt am Virchow-Krankenhaus so eine Art Triage-Station eingerichtet, wo man genau sowas machen kann, ohne jetzt die ganzen Hausärzte dann zu verlieren, weil sobald sie Kontaktperson eines positiv Getesteten natürlich dann sind, müssen sie hinterher in die Quarantäne. Außer sie haben sich geschützt mit diesen speziellen Maßnahmen, die eben nicht in jeder Praxis zur Verfügung stehen. Und Sie haben es kurz angedeutet, diese speziellen Infektionsschutzmasken, das muss man erst mal üben. Ja. Das muss man können, das muss man so machen, dass man nicht beim Anziehen sich selber gleich kontaminiert, also mit Virus beschmiert quasi. Das ist eine Sache, wo ich nicht glaube, dass das Praxispersonal in allen Hausarztpraxen das schon mal geübt hat. Das stimmt, das ist ein Problem, das ist in der Tat so. Es kommen noch andere dazu. Also die Ärzte. Also Sie sagen auf der einen Seite keine Panik, das klingt aber natürlich ja, jetzt. Hallo, ja, ich gehe davon aus, also dass wir nicht so viele Fälle haben. Daher gehe ich einfach davon aus, dass man das alles noch machen kann. Einfach ausgedrückt. Also trotzdem muss ja nach vorne geblickt werden. Man muss ja sagen, was ist Sache und was wird man tun. Und darum bin ich auch heute gerne gekommen, das bin ja dankbar und so weiter und so fort. Aber die meisten Hausärzte wissen nicht so super viel über dieses spezielle Virus, was kein Fortbildungsdefizit ist, weil es ja neu in dem Sinne. Aber sagen wir mal, wenn ich jetzt hier Hausärzte frage und würde sagen, was macht er denn mit dem Abstrich? Wie kommt der zum Beispiel ins Labor? Labor sind ja zum Teil weit weg in dem Sinne. Wird das mit dem Taxi geschickt, dann kann der Herr sich auch sofort also isolieren lassen. Ne, wenn da aber wie müsste es denn optimal laufen? Ja, wenn es gut verpackt ist. Der Transport ist kein Problem. Ja, da will ich auch nicht ganz. Also wenn das zum Beispiel derjenige, der das eingepackt hat, also das mit einer Verunreinigung gehabt hat, dann ist der Transport ein Riesenproblem. Ja, wenn da ein Fehler gemacht wird, ja. Sie wissen doch selbst, wie das Geschäft läuft in dem Sinne. Ne? Das ist speziell. Nein, weiß ich nicht. Nein, weil ich mache es mal ganz simpel. Sie nehmen den Abstrich ab, ne? Sie sind selbst also mit dem, also sind in Berührung gekommen, machen dann alles dicht und so, dann ist es sozusagen außen so infektiös wie innen, fertig ist die Laube. Und es hält sich ja, wie Sie genauso gut wissen wie ich, das hält sich ja auf der Verpackung, deutlich länger als eine Stunde. Ne, und dann müsste man, und da Sie nicht wissen, wie es gelaufen ist, muss ich danach sogar den Fahrer... Aber jetzt, also, nicht so alamistisch. Ja, wenn die Hausärzte wissen, wie sie es machen sollen, dann passiert es nicht, dass der Fahrer jetzt... Morgen rufen bei mir jetzt die ganzen Taxifahrer und DHL-Leute an. Ich will auch zum Positiven kommen, weil ich habe ja gesagt, Sie hat mich ja gesagt, ich gehe davon aus, dass wir wenige Fälle haben. Von daher beschreibe ich ja jetzt, was man ändert. Aber wie müsste die Testprozedur denn genau laufen? Ich würde, weil das ist nicht in jeder Praxis so zu leisten. Man ist also völlig naiv zu glauben, dass das in jeder Praxis so laufen könnte, wie notwendig allein, also sagen wir mal, diese speziellen Masken hat nicht jede Praxis. Die Masken müssen, sagen wir mal, in einer Art und Weise angelegt werden. Das ist ein bisschen anders, als dass ich eine, sagen wir, OP-Maske für einen kleinen Eingriff so anlege. Somit also fände ich auch richtig, dass man für die Durchführung der Tests, um die Hausärzte zu schonen und um es richtig zu gewährleisten, müsste man dafür Zentren also vor Ort haben, wo, wenn jemand Symptome hat, gesagt wird, dorthin.
Gesundheitsämter oder wo soll das stattfinden? Es kann eine Praxis sein, die sich darauf spezialisiert hat zum Beispiel. Das kann ich lokal machen. Ich kann in der Klinik sein. Ich kann zum Beispiel eine Praxis nehmen, die dafür dann speziell ausgestattet ist, wo ich dann auch sicherstelle, dass sie das Material haben, dass die richtig angeleitet sind und so weiter. Wenn ich vor Ort immer ein, sagen wir, ich nenne es mal einfach mal Zentrum, eine Praxis oder eine Klinik oder was auch immer, ein Anlaufzentrum hätte, wo ich diejenigen, wo ich glaube, die könnten es haben, also sozusagen dann teste. Und wo es dort dann auch etwas gibt, was man sozusagen im Fachjargon GCP nennt, also Good Clinical Practice, wo genau geschrieben ist, wie man es machen kann. Sie, dann kämen wir gut klar. Und es wäre auch noch für die, auch die Hausärzte fänden das wahrscheinlich gut, weil die wollen ja auch nicht, die wollen ja auch nicht ausgesetzt werden. Also ähnlich wie in Heinsberg, dass man eine zentrale Anlaufstelle schafft. Ist das denn realistisch? Haben wir dafür das Personal, um mal... So schnell eben nicht. Das Problem ist, wie Herr Lauterbach das richtig gesagt hat, wir müssen uns jetzt Zeit kaufen, um die Zeit bis zum Sommer, wo wir alle hoffen, dass die Epidemie ein bisschen zurückgehen wird. Das machen alle Coronaviren eigentlich so. Darum hoffen wir, dass dieses Virus das auch machen wird. Ja. In dieser Zeit müssen wir versuchen, sozusagen die Sache zu glätten, dass das Ganze nicht so viele Fälle sind und dass es sich über eine längere Zeit verteilt, weil die Krankenhäuser natürlich auch nicht so viele Patienten zugleich behandeln können. Und da ist es einfach so, so schnell das aus dem Boden zu stampfen, das geht ja da los, dass die Masken nicht da sind, die Desinfektionsmittel sind zum Teil nicht mehr lieferbar. Selbst Universitätskliniken können die Desinfektionsmittel und diese Spezialmasken nicht mehr bestellen, weil die nicht mehr da sind. Wenn sie so ein Zentrum aufmachen, müssen sie erstmal die Ausrüstung vorhalten. Und die Leute trainieren und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist so ein bisschen Zukunftsmusik. Wir haben folgende Situation. Wir haben in Deutschland seit vielen Jahren, das ist dann eigentlich seit der letzten Coronavirus-Krise, SARS-Krise von 2003 so richtig in die Gänge gekommen, haben wir ganz gute Pandemiepläne. Aber diese Pandemiepläne sind geschrieben worden für die Grippe. Die sind für die Influenza geschrieben worden. Da steht zum Beispiel drinnen, ein Großteil der älteren Leute ist immun gegen die Grippe, weil die es schon mal durchgemacht haben. Deshalb sollen die Älteren dann an die Front gehen. Gute Idee. Bei Corona hat das natürlich überhaupt keinen Sinn. Im Gegenteil. Da steht zum Beispiel drinnen, Grippeimpfung für Mitarbeiter wird dringend empfohlen. Haben wir bei Corona nicht. Und das Wichtigste aus meiner Sicht, wir hätten für den Fall der Grippe ja in allen Bundesländern eingelagert, Tamiflu und Relenza, die Medikamente gegen Grippe, die wirken hier auch nicht. Das heißt, was bieten Sie denn dem Personal an, was er den Kopf hinhalten soll? Ja, wer soll das denn machen, wenn er jetzt weiß, und das ist der letzte wichtige Punkt, bei der Grippe kennen wir die Risikogruppen sehr genau. Wir wissen ziemlich genau, wer gefährdet ist und wen wir da raushalten müssen. Bei dieser neuen Erkrankung ist es so, dass wir Berichte haben, wo Menschen, die vorher völlig gesund waren, die 30, 40 Jahre alt waren, diese Erkrankung gekriegt haben und eine Woche später tot waren. Mhm. Mit der Ansage verstehe ich natürlich dann auch medizinisches Personal, was sagt, okay, ich mache das schon. Aber da müsst ihr mir wirklich Dinge an die Hand geben, mit denen ich mich schützen kann. Wenn wir die nicht haben, funktioniert der Plan nicht. Ist dann nicht was falsch gelaufen? Dass man, also wenn man seine Ärzte nicht mit der ausreichenden Schutzkleidung versehen kann, hat man in der Bevölkerung das Gefühl, dass da Dinge doch nicht ganz optimal laufen? Also das ist ja, was wir heute nicht machen, ich zumindest nicht. Also jetzt sagen wir mal hier Sparenkritik oder irgendwas. Aber nach vorne blickend, also sage ich mal, wo wir jetzt in der Diskussion aus meiner Sicht stehen. Also Kinder jetzt noch zu testen, also um zu wissen, wie viele Kinder sind infiziert, halte ich nach wie vor für eine schlaue Idee. Nummer zwei, es ist richtig, es wird richtig lange dauern, bis man, sagen wir mal, Zentren hat, wo man testen kann, die ausgerüstet sind. Da würde ich auch trotzdem jetzt mit dem Aufbau beginnen. Das stimmt einfach, ich bin ja der Optimist und sage, ich hoffe, wir haben nicht so viele Fälle, aber einfach ausgedrückt, damit würde ich jetzt anfangen. Also ich würde jetzt damit anfangen, ich würde nicht die paar, also sagen wir, guten sagen wir, Schutzanzüge und Masken verschwenden für eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass da was ist, sondern das würde ich schon, also ich würde damit jetzt anfangen, einfach ausgedrückt. Und Nummer drei, also bei den Großveranstaltungen wäre ich konservativer. Mhm. Das sind so die drei Sachen. Und was gewesen ist, also das, da müssen andere, das gehört hier nicht hin. Eine Sache würde ich trotzdem gerne noch fragen, Einreisestopps. Das gibt ja Länder, die da doch deutlich restriktiver sind. Und es gibt auch Teile jetzt in der politischen Opposition, die auch nach mehr Durchgreifen in dieser Frage stellen. Wird das aus Ihrer Sicht zum Teil instrumentalisiert und auch ein bisschen benutzt, oder wäre das was, wo Sie sagen, da können wir schon hinkommen? Das kann schon sein, dass das sinnvoll sein wird. Da würde mich Ihre Meinung interessieren, aber ich halte von den Einreisestopps jetzt nichts, muss ich offen sagen. Es sei denn, sagen wir mal, das sind Leute, die aus Hochrisikogebieten kommen.
mit denen sind wir ja auch im direkten Kontakt. Das ist ganz klar, die drei zum Beispiel Regionen in Norditalien, die also, wie wir es so sagen, hard hit sind, also sehr stark betroffen, ist klar, das ist eine andere Lage, da würde ich auch nicht hinreisen, da würde ich auch, sagen wir mal, vom Auswärtigen Amt her eine klare, sagen wir mal, Empfehlung aussprechen, nicht hinreisen. Mhm. Da würde ich, also würde ich härter, ein bisschen härter auftitschen, als wir es derzeit machen. Aber vielleicht sage ich was zu den Einreise. Allgemeine, dass man ganze Länder jetzt sperrt sozusagen. Wie die Amerikaner das gemacht haben. Das ist Blödsinn. Also Länder zu sperren. Ja, warum ist das denn Blödsinn, damit man das einmal versteht? Man muss vielleicht eine Stufe zurückgehen. Die Frage ist ja, ich war ja einer der wenigen, die gesagt haben, wir sollten Kontrollen an den Flughäfen machen für diese Krisenregion in China. Später dann, inzwischen haben wir ein paar mehr. Warum bin ich der Meinung, dass man Gesundheitskontrollen machen soll bei der Einreise? Erstens, durch die Fiebertests erwischt man einen Teil der Patienten. Das Gegenargument war immer vom Bundesgesundheitsministerium, dass sie gesagt haben, ja, erwischen da auf keinen Fall alle. Es ist aber so, dass sie ungefähr ein Drittel kriegen durch die Fieberchecks. Das ist so ungefähr der Standard. Und zwar genau die, die besonders schwer krank sind und die auch mit Sicherheit starke Virusausscheider sind. Das heißt, das ist schon mal eine wertvolle Beute, wenn sie die erwischen. Und die anderen zwei Drittel, die ihnen bei der Einreisekontrolle durch die Lappen gehen, die beraten sie ja individuell. Denen sagen sie, du sollst auf das achten, du kommst aus einer Krisenregion, vermeide enge Kontakte und Ähnliches. Das ist meines Erachtens extrem wertvoll. Sie denken an die, wenn man denkt an die Chinesin, die in München da versehentlich ihre Kollegen bei einem Autozulieferer infiziert hat. Die hat ja allen die Hand gegeben, die hat keinen Mundschutz getragen. Wahrscheinlich zu Hause in Shanghai würde sie den tragen, weil der da zur Mode fast gehört. Hat das nicht gemacht und hat, obwohl sie die ganze Zeit sich fiebrig gefühlt hat und nebenbei Fiebermittel genommen hat, wenn man der bei der Einreisekontrolle ins Gewissen gerissen hätte, bin ich absolut sicher, hätte die sich anders verhalten und wir hätten vielleicht diese erste Infektion schon vermeiden können. Also deshalb bin ich für solche Maßnahmen. Und die haben so lange einen Sinn, wie sie im Ausland deutlich mehr Fälle haben als im Inland. Also wenn die Gefahr eines durch einen Einreisenden wesentlich höher ist als durch einen Inlandsperson. Ehrlich gesagt, das wird sich in den nächsten Wochen langsam angleichen. Im Moment sagen wir ja Norditalien, aber demnächst wird wahrscheinlich Ihre Heimat, das Rheinland, dann auch so ein Hotspot sein, wo man sagt, jeder, der aus dem Rheinland kommt, ist gefährlich. Und deshalb denke ich gerade über nach, ob der Tisch nachher desinfiziert wird. Also es ist so, dass wir natürlich irgendwann in der Situation sind, wo wir im Inland so viele Fälle haben, dass die Einreisekontrolle eigentlich keinen Sinn mehr hat. Soweit sind wir noch nicht, aber da kommen wir. Das wäre ja dann direkt die nächste Frage. Also wäre es denkbar, so wie Herr Seehofer das angedeutet hat, dass auch ein Abriegeln von Städten... Nein, also da halte ich überhaupt nichts von. Das ist aber jetzt, es ist so, wir haben zwei Stufen der epidemiologischen, wir haben drei Stufen der epidemiologischen Seuchenbekämpfung. Die erste Stufe ist, dass Sie Einreisekontrollen machen. Das hat man hier nicht gemacht. Die zweite Stufe ist das, was ich gerade kurz erwähnt habe, die Infektionskette früh identifizieren und eliminieren durch Isolation und Quarantäne. Das nennen wir Stamping Out. Austreten wie eine Zigarette. Die dritte Stufe ist dieses Abriegeln. Das machen Sie als Verzweiflungstat, wenn Ihnen gar nichts anderes mehr einfällt. Das nennt man Cordon Sanitaire, ein französisches Wort. Was bedeutet das? Stellen Sie sich mal vor, in Norditalien 50.000 Leute. Auf der einen Seite fängt die Polizei an, das zuzuziehen. Was machen denn die Leute auf der anderen Seite? Die versuchen so schnell wie möglich da rauszukommen. In Wuhan in China war es so, dass fast die Hälfte der Einwohner von 11 Millionen abgehaut sind, bevor der Kreis geschlossen war. Und die Norditaliener sind auch nicht dümmer als die Chinesen. Das heißt also, die wissen dann, jetzt muss ich hier raus, sonst sitze ich in so einem Quarantänelager mit lauter Kranken. Wie sehen Sie das, Herr Lauterbach? Wäre das denkbar? Ich bin dagegen, das zu machen. Ja. Bin ich auch. Also wenn eine Pandemie käme und wir hätten klare Hotspots, was ja, sagen wir, zum jetzigen Zeitpunkt weder der Fall ist noch absehbar, dann kommt so etwas quasi automatisch, weil das in den Pandemieplänen beschrieben ist, wie das geht. Und dann bringt das übrigens auch etwas. Ich glaube übrigens, dass das Vorgehen, damit habe ich mich sehr intensiv beschäftigt in Wuhan, das war nicht in jeder Hinsicht richtig, in der Hubei-Region nicht in jeder Hinsicht, das war schon sehr stark. Aber ist sowas in Deutschland denkbar, so anders, wie wir aufgestellt sind? Auf jeden Fall, also wenn wir das müssten, würden wir das machen, das ist ja klar. Aber wir sind natürlich jetzt noch... Wir sind davon so weit weg, also ich würde jetzt einfach nicht, das ist wirklich, das wäre jetzt wirklich, also da sind wir, erstens, also... ist das nur dann, also das kommt wirklich nur dann, wenn Sie sehr viele Fälle haben, die sind aber nicht über das ganze Land verteilt. Das sind ja zwei Bedingungen. Wir haben derzeit nicht sehr viele Fälle, sondern wir sind jetzt noch in der Lage, sehr viele Fälle zu verhindern.
mit den Maßnahmen, über die wir eben gesprochen haben. Und zum Zweiten, wenn wir sehr viele Fälle hätten, da wäre es sehr unwahrscheinlich in Deutschland, dass die sich auf eine Region verteilen. Warum? Weil wir nicht die Bevölkerungsdichten erreichen, die in der Region, wo es in China losgegangen ist, also zu sehen ist. Daher, in Deutschland ist die Bevölkerung gleichmäßiger verteilt und sie haben daher also die Wahrscheinlichkeit nicht, dass das, sagen wir mal, so ein Hotspot ist. Wenn das so etwas gäbe in dem Sinne, dann haben wir die gleichen Regeln. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Arbeit, die in China geleistet wurde, dass die der ganzen Welt Zeit geschenkt hat, der ganzen Welt. Das war eine sehr starke Zeit, die wir nicht genutzt haben. Ja, das sind Sie jetzt nicht so aber negativ, das war ein sehr starker Auftritt, muss man einfach sagen. Also was zum Beispiel zu wenig beachtet wird, die Chinesen haben ja nicht nur das abgeriegelt, sondern die haben 40.000 Fachkräfte aus ganz China in die Region gebracht, zum Teil sehr gut angeleitet. Ich kenne Leute, die vor Ort dort unterwegs gewesen sind. Ich sehe es nicht so positiv wie Sie, Herr Lauterbach. Es ist so, also wie auch immer das in China, was auch immer das in China bewirkt hat, müssen wir überlegen, was wäre in Deutschland sinnvoll. Und ich glaube, man muss Folgendes beachten. Der psychologische Faktor, so eine große Zahl von Menschen quasi einzuschließen, führt doch zu einer Situation, dass diejenigen, die außerhalb dieses Gürtels, dieses Sperrgürtels sind, dass die mitkriegen durch die Medien, wie es dort zugeht. In Italien ist im Moment so, fast alle Neuerkrankungen, oder nicht fast alle, aber der größte Teil der Neuerkrankungen, auch der Todesfälle, ist in diesem abgesperrten Gebiet. Das lesen die anderen auch. Und dann sagen die, okay, jetzt habe ich seit heute Morgen Husten. Gehen Sie dann, wenn Sie Husten haben, wirklich hin zu den Behörden und sagen, ich will jetzt auch in so ein Gebiet oder ich will, dass mein Dorf auch noch damit reingenommen wird. Das tun die Leute. Ich glaube, in China war das so. In Europa ist das so. Ich glaube, wissen Sie, die meisten sind ja nicht krank. Die meisten sind ja völlig gesund. Ich glaube, dass das der Abschreckungseffekt einer solchen Maßnahme ist enorm. Ich habe ja auch eben gesagt, das wird in Deutschland nicht kommen. Die Wahrscheinlichkeit, also dass es kommt, ist nicht so groß, Gott sei Dank. Und schon aus den Gründen, dass wir diese großen Fallzahlen also mit großer Wahrscheinlichkeit hier in Deutschland nicht sehen werden. Das geht langsamer los. Wir können auch jetzt noch viel machen. Wir haben Zeit gewonnen, können noch viel machen. Im Moment haben wir noch super viel Einfluss. Das ist ganz toll. Also wir haben noch sehr viel Einfluss auf den Verlauf. Und das hatten die Chinesen ja nicht. Die haben ja am Anfang den Fehler gemacht, dass sie das lange Zeit... Das hätte ich jetzt noch erwähnt. Genau, es gibt ja die Kritik auch an China, dass sie am Anfang zu spät reagiert haben. Ungenommen haben die ja auch. Das ist also nicht alles ist in China also richtig gelaufen. Aber wenn wir so etwas hätten, also da würde ich den Idealismus und auch die Ehrlichkeit der Menschen nicht unterschätzen, dass die dann sagen, okay, also ich lasse mich testen, ich bleibe dann zu Hause. Die meisten Isolierungen sind ja dann zu Hause, war auch in China so und so. Von daher, das glaube ich dann schon. Aber egal, das ist überhaupt nicht wichtig zu diskutieren, weil erstens, das haben wir nicht. Zweitens, die Wahrscheinlichkeit, dass wir es bekommen, ist gering. Und zum Dritten, was viel wichtiger ist, wir haben ja noch riesige Spielräume. Darum gibt es ja auch uns. Also wir können, also das und das kann noch getan werden. Das kann man abwenden. Ich finde einen Punkt noch wichtig. Es gibt ja so ein bisschen, gerade in sozialen Medien, die Vermutung, es wird uns nicht alles gesagt oder bestimmte Fallzahlen kommen nicht so an, wie sie eigentlich sind. Da würde mich noch mal Ihre Einschätzung interessieren. Also die sozialen Medien sind in dieser Epidemie, in dieser beginnenden Pandemie ein neues Phänomen geworden. Das hatten wir bei den letzten noch nicht, weil die früher noch nicht so stark waren. Es ist so, dass tatsächlich durch diese Verteilung von Informationen, dass jeder so in seiner eigenen Blase lebt und dadurch, dass es keine gemeinsamen anerkannten Informationen mehr gibt, hat das eine Eigendynamik bekommen mit Verschwörungstheorien. Ich habe also ernsthafte Fragen von chinesischen Journalisten bekommen, ob das sein kann, dass das Virus in Amerika hergestellt wurde, um die chinesische Rasse zu bekämpfen, gezielt. Und die haben da auch Literatur dazu dann rausgezogen, die das angeblich belegt. Ich bin sogar so weit gegangen, jetzt anzufangen, selber zu twittern zu dem Thema, weil ich gesagt habe, man muss in diesen sozialen Bereich denen irgendwas entgegenstellen. Müsste da nicht noch mehr entgegengewirkt werden? Das ist ganz schwierig, weil die Leute suchen sich die Informationen raus, die sie haben wollen. Es hat schon eine masochistische Tendenz, dass sie so einen Thrill brauchen. Was am gruseligsten ist, gefällt ihnen und wird weiter geliked oder weitergeschickt. Und da kommen sie mit so einer langweiligen Information, wie so einem, sage ich mal,
mal, netten Beschwichtigungsversuch von Herrn Lauterbach, dass er sagt, ich glaube, es wird nicht so schlimm. Das ist nicht so interessant. Jemand, der sagt, boah, das wird richtig krass, der kriegt da viel mehr Aufmerksamkeit. Das war jetzt nicht gegen Sie, sondern ich wollte nur die Medien beschreiben. Wir sind leider schon mehr oder weniger am Schluss der Sendung. Mich würde noch eine Sache interessieren. Was glauben Sie, wann kann man absehen, wann wir so ein bisschen mehr über den Berg sind, oder lässt sich das jetzt schlechterdings noch gar nicht prophezeien? Also über den Berg sind wir noch lange nicht. Wir sind ja am Anfang. Also wer spricht vom über den Berg? Also über den Berg insofern, dass sich ja doch einige Experten sagen, dass sobald es wärmer wird, sich das zumindest nicht mehr weiter beschleunigen wird. Und daher habe ich aber... Doch, die Frage ist, was vor dem Sommer noch passiert. Mhm. Es ist klar, dass es im Sommer, das Virus würde sich überhaupt nicht an die Spielregeln halten, wenn es im Sommer nicht wenigstens ein bisschen schwächer würde. Geht so. Dann runter, ja. Das wäre echt unfair, sage ich mal als Virologe, wenn es dann jetzt komplett neu wäre. Und bis dahin müssen wir das Beste draus machen. Ja. Und ich kann nur oft genug sagen, wir haben einfach eine exponentielle Funktion. Und wenn wir jetzt nicht unmittelbar was tun, dann haben wir eben so viele Fälle unter Umständen, dass unser System an die Grenzen kommen könnte. Wenn wir jetzt entschlossen handeln und spät aber doch das passiert, was notwendig ist, da stimme ich Herrn Lauterbach zu, dann haben wir noch eine gute Chance, das in Deutschland in einem Bereich zu halten, dass unser Gesundheitssystem das irgendwie abfängt. Ja, vielen Dank Ihnen beiden für die Diskussion. Ich glaube, es gäbe noch viele Themen, aber es wird sicher auch nicht die letzte Sendung sein. Erstmal habe ich wahrgenommen, dass es keinen Grund zur Panik gibt, dass viele Maßnahmen schon auf dem richtigen Weg sind und dass es, sage ich mal, in der Herangehensweise, inwiefern man Kinder vielleicht noch stärker in den Blick nimmt, noch unterschiedliche Meinungen gibt und auch bezüglich von Absage von Großveranstaltungen. Erstmal vielen, vielen Dank Ihnen auch fürs Zuschauen.